war wütend und sauer, dass man sowas mit uns Frauen machen kann. Gemeint sind die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln. Viele Frauen sind nach den Vorfällen verunsichert und wollen sich schützen. Toni Finken-Schaffrath bietet schon seit Jahren Selbstverteidigungskurse für Frauen in seiner Kampfkunstschule in Reit an. Doch noch nie hatte er so einen Ansturm wie jetzt. Die Anrufe am Tag häufen sich, die Leute sind aufgebracht. Man merkt schon, da ist jetzt auch viel Druck. Also ganz viele Anmeldungen schon für die nächsten Seminare, die sind schon bei mir proppevoll. Wir haben ja vorher schon viele Seminare gemacht und die waren auch schon gut besucht, aber jetzt ist es sehr extrem. Also ich habe jeden Tag Anrufe von Frauen, die halt auch die Seminare besuchen wollen. Ich muss schon mittlerweile stoppen, um da wirklich auch mal Luft zu bekommen. So auch dieses Mal. Die anwesenden Männer sind von der Kampfkunstschule. Sie trainieren die Frauen und schlüpfen in die Rolle des Angreifers. Fast alle Teilnehmerinnen sind zum ersten Mal dabei. Ich mache das mit wegen den Ereignissen im Silvester in Köln. Wir möchten gerne als Weiber nach Köln fahren und dann mal ein bisschen selbstsicherer aufzutreten. Weil es immer schlimmer wird in der Welt. Und ich möchte mich schützen dagegen, über die Gewalt, was in Deutschland jetzt ist. Weil ich mich verteidigen möchte, wenn ich angegriffen werde. Ich möchte Karneval rausgehen und hat man schon ein bisschen Angst. Durch die hohe Nachfrage bietet die Kampfkunstschule DAMO ihre Selbstverteidigungskurse für Frauen mittlerweile einmal die Woche an. Doch fühlt man sich da nicht irgendwie ein bisschen schlecht, dass man von der Angst der Frauen profitiert? Nee, eigentlich gar nicht, weil ich gehöre ja zu den Leuten, die auch schon sehr lange Frauen-Selbstverteidigung machen. Man muss natürlich aufpassen. Es gibt ganz viele, die jetzt auf den Markt kommen, die einfach vielleicht nicht so routiniert sind, die einfach jetzt in dieser Welle mitschwimmen, um dann natürlich auch da einfach abzugreifen, aber man muss dann halt auch sich als Person selber umschauen, wo bin ich da richtig aufgehoben, wer macht denn früher schon sowas und wie lange existiert sowas schon, kann der das, und das ist eben wichtig. Also nicht jeder Kampfkünstler kann auf einmal eine Frauenselbstverteidigung machen. Das ist schon wichtig, dass es auch Leute sind, die da schon Erfahrung haben. Man kann natürlich dann, wenn der Mann auf einen zukommt, man sieht auch, pack, und kommt ins Gewicht rein und dann weg und dann den Kick machen, bam, und dann abhauen. Ja, so. Das ist schon wichtig, dass er nicht die Hände hier hat und denkt, ihr schafft das, wenn der Mann kommt, dann packt ihr an, die Hände noch hochzuheben, das schafft ihr nur hier. Wenn der Schlag hier hochkommt, bam, kann ich hier blocken. Das ist ein ganz kurzer Weg, bam. Und dann machen wir das Ding raus, bam. Ja, so. Das Besondere an dem Kurs für Frauen sind die Techniken selbst. Sie sind einfach und effektiv. Auch in einer engen Jeans lassen sie sich umsetzen. Und man braucht nicht viel Kraft für die Übungen. Im besten Fall sollen sie reflexartig ausgeführt werden. Dafür muss man aber regelmäßig trainieren. Es geht sich darum, eigentlich nur einfache Dinge zu zeigen, die auch jeder wirklich umsetzen kann. Es geht sich nicht darum, jetzt hier eine reine Kampfkunst zu zeigen, wo man tiefe Stellungen macht oder Schläge spezifisch ausführt, sondern wirklich um die reine Selbstverteidigung, wo man jeder Mann, jeder Frau das beibringen kann, wirklich auch vernünftig und effektiv zu verteidigen. Das beginnt damit, einfach auch wirklich Techniken anzuwenden, die eben nicht hohe Tritte sind. Der nächste Intensivkurs für Frauen findet am 21. Februar statt. Trainiert wird ganze 4 Stunden. Der Kurs kostet 59,90 Euro.